volle Potenzial des Grünland ausnutzen, ist eine konsequente Grünlandpflege zentral. Immer wie mehr haben wir heute das Thema mit Verdichtung, schlechtem Wasserabfluss und schlechter Bodendurchlüftung. Schlechte Verwurzelung der Gräser, weniger Resistenz gegen Trockenheit, weniger Ertrag und schlechte oder falsche Gräser drinnen ist das Resultat aus dieser Thematik heraus. Um das zu korrigieren, ist der Evers Grasnarbenlockerer hier. Der Aufbau der Maschine ist so, dass wir vorgängig Schnittscheiben haben, die wir den Spindel in der Höhe genau einstellen können, die Grasnarben durchtrennt, so dass wir nachher hinten mit dem MT-Zinken nur ein Lösen haben vom Unterboden, ein Anheben vom Boden ohne es durchmischen und oben keine Oberflächenschäden, sodass wir das Grasland problemlos eben weiter nutzen können. Hinten noch haben wir mit den sogenannten Prismenwalzenelement eine partielle Rückverfestigung und ist dort, wo wir den Schlitz gemacht haben, wieder eine Rückverfestigung vom Boden macht. Maschine hier jetzt mit Schraubensicherung ausgerüstet. Das Ganze gibt es natürlich auch mit hydraulischer Non-Stop-Steinsicherung. Dann als 3-Zinker oder als 5-Zinker, wie wir sie hier im Einsatz sehen. Die Maschine hier ist zusätzlich ausgerüstet mit einem Flüssigeinbringsystem für Mikroorganismen. Das Ziel mit diesen Mikroorganismen ist es, die Fruchtbarkeit des Bodens, Bodenlebewesen und den Humusaufbau zu fördern. So kommt die Maschine auch insbesondere in der regenerativen Landwirtschaft zum Einsatz. Natürlich nicht nur im Grünland, sondern generell natürlich auch im Ackerbau. Überall dort, wo wir irgendwo eine Teufellockerung machen und das Thema haben, eben von vielen Mikroorganismen können einzubringen. Benny Bütler, guten Tag, Unternehmer von Arwangen. Du bist hier gerade mit der Maschine im Einsatz bei einem Kunden auf dem Feld, in einem Grünland. Was hat zur Investition in die Maschine geführt? Meiner Meinung nach ist der Boden unser wichtigstes Kapital. Und dann sollte man im Allzwischen etwas zurückgeben. Und vor allem unterinnen, wenn man das gerne nur oben ab bearbeiten. Darum habe ich mich für einen Grasnarbenlüfter entschieden, wo man die tiefere Schicht abbauen kann, Luft bringen. Was sind deine Erfahrungen seit dieser Zeit, die du jetzt mit der Maschine arbeitest? Erstens mal darf es nicht zu trocken sein, weil man sonst Grasnarben zu fest aufreißen. Zweitens, die Fahrtgeschwindigkeit ist sehr abhängig vom Boden, aber das höchste ist etwa 60 km, die wir dürfen fahren. Jetzt, deine Kunden interessiert ja natürlich nicht die Ausführung der Maschine, sondern vor allem das Resultat oder, im Einsatz. Was hast du für Rückmeldungen zu dieser Maschine und zu deiner Arbeit, die du mit dieser machst? Diesen Frühling sind wir jetzt diverse Hektaren gefahren und die Rückmeldungen der Bauern, jetzt, nachdem sie isoliert haben und so, sind sehr positiv. Weil die Schlitze sieht man eigentlich nicht mehr. Und kurz nach dem Schlitzen hat man gesehen, dass das Gras grüner wächst als nebendran, wo wir nichts bearbeitet haben. Benny Bütler, herzlichen Dank für deine Zeit und weiterhin natürlich gute Fahrt, gute Saison. Merci. Danke auch vielmals.